Buonasera ragazzi, buonasera, un herzlich willkommen in Casa Tesoro. Wir sind wieder da, um Nudeln zu machen und von euch sehr oft gewünscht Pasta alla Norma. Mamma mia ragazzi, ich habe ganze Tage auf diesen Moment gewartet. Pasta alla Norma ist eine Gericht aus Sizilien. Ich bin Napoletaner, aber wir und Sizilien sind sehr gut verbindet. Wer will wissen, unbedingt die beste Pasta alla Norma, wie gemacht werden, sollte einfach bei uns, bei diesem Kanal anmelden, abonnieren, Glocken und wer will, kann auch viel Geld spenden. Wir akzeptieren alles. Let's go! Die Hauptzutaten: Melanzane, Knoblauch, Basilico, Pomodori. Ich verwende pelati, weil für mich sind sehr gut und saftig. Und Rigatone. Rigatone, Penne, Fusille. Das sind alle kurze Nudeln, die wir von dieser Pasta machen können. Aber ich finde, eine Rigatone ist die perfekte. Parmigiano und Ricotta, ragazzi, das ist ein Geheimtipp. Normalerweise gibt es eine feste Ricotta, salzige Ricotta, die reiben so wie eine Käse, aber leider wir sind in Österreich, finden wir nichts, wir nehmen Ricotta von Spar. Okay, ragazzi, Melanzane sind im Spiel. Das wegnehmen, nichts in der Mitte schneiden, nichts in runde Scheiben schneiden, sonst auf die Seite, so wie eine viereckige. Das ist die Innerei von Melanzane. Wir können eine Melanzani-Creme machen, aber für die Pasta alla Norma, das ist tödlich, weil das ist wie ein Schwamm, saugt viel Öl. Ich glaube, wird auf mich böse. Liebe Stefano, ich habe deine Melanzani gesehen, kann schon passen, aber die Innerei, wenn du frittierst, der saugt so viel Öl, das braucht man nichts. Okay, auf die Seite legen, Stefano, auf die, ohne das. Die Melanzani-Scheiben in Streifen und grossolanamente Würfel schneiden. Stefano, keine Julienne. Okay, ragazzi, zuerst eine Pfanne, Tafelöl und schön heiß machen. Meine Frau wird mir lieben. Wir nehmen einen Teller, ein bisschen Papier. Dafür später legen wir unsere Melanzane in diese Papier, dass ein bisschen Saugeneffekt haben. Ragazzi, ich habe für die Soße Knoblauch schon vorbereitet und habe alles zusammengenommen und den Knoblauch in die da reingegeben, obwohl gehört nichts da. Auch wenn du furzt, hören wir das, oder? Melanzani, nach 5 Minuten haben die Farbe bekommen, die wir gewünscht haben. Da sind die Melanzani frittiert. Jetzt geben wir in unsere Servietten ein bisschen abtrocknen. Olio di oliva, ragazzi, den Knoblauch ein bisschen grossolanamente schneiden. Knoblauch einfach in die Hand nehmen, in die heiße Höhle reingeben. Jetzt kommt ins Spiel unsere frische Basilikum direkt auf die Tomaten. Ragazzi, mit Pasta alla Norma Basilikum muss nichts gespart werden. Dazwischen, unser Knoblauch hat seine Rostaroma bekommen und jetzt alles einfach hinein. Ragazzi, ich weiß es nicht, ob ihr riechen das. Ich glaube nichts, aber es riecht schon jetzt sehr gut. Jetzt mit diesen Kartoffelstampfen einfach auf die Pelade ein bisschen zerdrücken. So ein super Geruch, ragazzi. Und jetzt einfach 10, maximal 15 Minuten, ragazzi, kochen lassen. Okay, ragazzi, die ersten 5 Minuten sind vorbeigegangen. Deswegen unser Wasser kocht. Wir gehen mit Sale nach Sentimento. Unsere Rigatoni kommen ins Spiel. Welche Pasta kann man noch verwenden? Alle kurze Pasta, so wie Penne, Fusilli, Rigatoni, mezze maniche. Ja, in der Richtung. Es ist Gesetz, ragazzi. Da kann man nicht Spaghetti machen. Da gehen wir in Gefängnis. Okay, ragazzi, während die Pasta kocht, merkt man, dass die Soße fängt zu reduzieren. Wenn ihr macht so und in der Mitte bleibt weniger Soße. So, die Pfanne bleibt fast trocken. Im Leben gibt es zwei Dinge. Eine ist Liebe und eine ist Essen. Für mich reisen beide so wie eine Zuggläser an dieselbe Ebene. Liebe und Essen. Ein gutes Essen und eine schöne Liebe kann man. Come si dice? Ma weiß es nicht, ob auf Deutsch macht Sinn das. Sag mal so, Amore e gute Essen sind die Spitze von das Leben. Weißt du, was ist wichtig im Leben?
eine schöne eine wahre Liebe haben, aber auch eine gute Pastatella. Egal, wenn ihr mehr Amore haben möchtet, ragazzi, von mir, müsst ihr einfach abonnieren, Glocken und. Und ragazzi, ich kann das nicht vergessen von meiner Oma, weil das ist wahr. Ich habe früher nicht verstanden. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, lieber Luigi, suchst du dir eine Frau, die kochen kann, weil Schönheit geht, vergeht, aber Hunger bleibt. Die Soße ist ready, ragazzi. Siehst du, wenn ich die Soße auf die Seite nehme, bleibt ein bisschen keine flüssige Seite. Wow, das ist so gut. Weil die Soße fertig ist, braucht man nichts weiter, sonst wird es zu trocken. Weil die Pasta braucht noch 3-4 Minuten, habe ich schon die Soße ausgeschaltet und eigentlich, ragazzi, wenn jemand sagt, ich will keine Pasta, nimmt sie eine Scheibe Brot, tosten wie eine Bruschetta und diese Soße dazugeben. Was willst du mehr? Parmigiano. Ragazzi, die Nudeln sind fertig, die Soße habe ich wieder eingeschaltet und für diese Nudeln, wir brauchen, Stefano, schau mir an, keine Nudelwasser für diese Soße. Okay, wir brauchen einfach unsere Topfnudeln absippen, unsere Nudeln in die Soße und gleich schwenken, 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 schwenken. Mamma mia, ragazzi. Mamma rogarmana mia. Luigi, warum braucht man jetzt da keine Nudelwasser? Weil die Soße ist die Tomaten. Ragazzi, bitte. Okay, madre mia, schau mal da, Mario. Jetzt, ins Spiel kommt unsere Parmigiano, auch wenn die Leute sagen, das gehört nicht dazu. Guardio, gehört Parmigiano. Mamma mia. Bisschen Parmigiano. Pepe. Ragazzi, so ist die originale Pasta alla Norma. Okay, ich habe einen Tipp für euch. Normalerweise gehört eine Ricotta dazu, die ein bisschen fester ist, aber wir finden nichts. Wir geben einen Löffel oben und jetzt, ragazzi, einfach bei der Ricotta-Gabel reindrücken, ein bisschen mischen, dass die Ricotta mit der Pasta-Soße eignet sich, wie sagen wir mal? Eins wird. Genau, so wie der Mario gesagt. Und, ragazzi, ich habe ganze Tage auf diesen Moment gewartet.